Hallo, in diesem Video unterhalten wir uns über eine NISA PK5 Rechenmaschine. Das war gerade eine schwere Geburt, aber habe ich trotzdem hingekriegt. Und in diesem Video betrachten wir dann zwei Probleme, beziehungsweise drei Probleme, die bei dieser Maschine auftreten können. Was ist das für eine Maschine? Das ist eine Rechenmaschine von dem SimplexTube aus Tschechoslowakei. Ja, und vielleicht betrachten wir noch kurz den Aufbau. Hier rechts befindet sich ein Getriebeteil, das für die Funktionalität der Maschine verantwortlich ist. Und da genau war unser Problem. Und hier befindet sich der Antrieb, Schalter und sonstige andere Mechanik. Ja, und zwar gehen wir hier auf folgende Probleme näher ein. Als erstes ist mir bei dieser Maschine aufgefallen, dass man da nicht gut auf die Tasten drücken kann, dass hier eine Zahl sich nicht eingeben lässt, weil die Tastatur sich irgendwie gesperrt anfühlte oder, naja, zu schwer. Ja, wie war die Lösung dieses Problems? Bei sowas muss man, also bei so einem Fall, dass die Tastatur sich schwer betätigen lässt, da muss man die Position von dieser Welle einstellen, diese gestufte Zahnräder trägt, mit denen dann die Maschine die Nummer eingibt. Dafür ist dann dieses Zahnrad rauszunehmen und die Welle ist mit diesem Zahnrad dann einzustellen. Und zwar, da muss man das Zahnrad nach rechts oder links so lange drehen und auf die Tastatur drücken, bis die Tastatur freigängig ist, also leichtgängig, sodass man auf die Zahlen ohne Probleme drücken kann. In dieser Einstellung ist diese Welle dann zu belassen und dieses Zahnrad muss dann wieder drauf auf seinen Platz. Dabei ist übrigens zu beachten, dass diese Welle mit solchen Scheiben, dass diese Welle von der Rolle arretiert ist. Ja, und dieses Zahnrad in so einer Position, also nach unten guckend, sitzt. Aber das ist nicht so ganz entscheidend. Warum? Weil wir können noch später dran. Kommen noch später dran. Also gut, diese Walze. Welle, Entschuldigung, muss eingestellt werden mit Hilfe von diesen Zahnrädern und dann können wir auch im Prinzip die Sicherungsscheibe drauf tun. Als nächstes, was noch kommen kann, welches Problem, ist, dass im Plus-Minus-Modus, also Addition, Subtraktion, dass, naja, ist ja schon repariert, aber das die Tasten nicht gelöscht werden nach der Betätigung von Plus- oder Minus-Taste. Und zwar, das liegt daran, dass wir die Zahlen dann nach Einstellung von der Welle entweder so per Taste löschen können oder die Maschine macht das selbst, entweder indem dieses Zahnrad eine Umdrehung macht und so dann die Zahlen ausgelöscht werden. Also mit Hilfe von diesem Hebel. So, dann machen wir nochmal mit dem Schraubenzieher. Ja, und genau das macht auch die Maschine. Ja, entweder gibt es den Multiplikationsmodus. Ups. Umschalten, das ist das da, Multiplikationsmodus und dann. Und dann kann die Maschine so lange eine Zahl eingeben, wie lange es nötig ist, aber bei dem Plus-Minus-Modus muss die Maschine nach der Betätigung von einer Taste
sofort die Zeit löschen. Und das macht sie jetzt. Der Schlüssel des Problems war, wie gesagt, die Einstellung von diesem Zahnrad, das für die Zeilenlöschung verantwortlich ist. Dann diese beiden da, dass man alles leicht eingeben kann. Und der Rest dann, die zwei. Also bei mir ist dieses Zahnrad abgefallen und das habe ich dann einfach mit einem dicken Drahtstift ersetzt, diesen Halterungsstift, mit dem dieses Zahnrad da befestigt wird. Also gut, so viel dann zu dem Thema Reparatur. Zwei Probleme haben wir betrachtet. Ja, als letztes überprüft man dann noch. Wie sich diese Zahnräder dann verhalten, weil solange keine Zahl eingegeben ist, müssen diese Zahnräder stillstehen. Stillstehen und ja, nichts eingeben. Als zweites, naja, wir können mal den Wagen draufsetzen und probieren,